Mahlzeit und herzlich willkommen zum zweiten Testflug. Dieses Mal wird es meine kleine Vorstellung und mein Fazit zu Harrier GR7 geben. Der dritte und gleichzeitig auch aktuell höchste und stärkste VTOL Jet bei den Briten. Das heißt, das Ding kann vertikal abheben und landen. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Gameplay-Zusammenfassung in Form einer Montage wie letztes Mal und danach mein Fazit. Deal or no deal? So viel also zu meinen ersten Eindrücken mit diesem technischen Wunderwerk. Ich bin den Vogel jetzt ausschließlich in realistischen Luftschlachten geflogen und habe nur mit Luft-Luft-Raketen gespielt. Wir haben zwar eine große Auswahl an Zuladungen gegen Bodenziele, allerdings wäre das bei dieser Maschine in den reinen Luftschlachten Verschwendung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in den Bodenschlachten aber durchaus in der Lage sind, Randale zu machen, wobei es da in dem Battle-Rating-Bereich weitaus stärkere Bodenangreifer gibt. In den Luftschlachten als Dogfighter ein absoluter Spaßbringer. Wenn man dann auch mal die Schubvektorsteuerung raus hat, kann man so manche Situationen umkehren mit Manövern, zu denen halt konventionelle Jets nicht in der Lage sind. Man ist natürlich auch angreifbar für andere bei sowas, aber das ist ja immer so.
Kurz zusammengefasst, das Ding macht Spaß, aber sowohl in den Bodenschlachten als auch in den Luftschlachten gibt es Flieger, die es besser können, aber teilweise vielleicht weniger Spaß machen. Das liegt dann natürlich im persönlichen Ermessen jedes Einzelnen von euch. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass das ein Flieger ist, der mit am meisten Täuschkörper habt, also Chefs und Flares, je nachdem, wie ihr da eure Auswahl macht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein paar Eindrücke zur Top-Tier Harrier ja, einigermaßen irgendwie vermitteln und dem einen oder anderen vielleicht weiterhelfen. Als nächstes wird die finnische MiG-21 folgen in den nächsten Tagen und danach dann die J-35A. Bei der Su-11 weiß ich noch nicht ganz, ob mein Material bzw. meine Eindrücke so ganz ausreichen. Aber schauen wir mal erstmal eins nach dem anderen, dann schauen wir weiter. Und das neue Steuerungstutorial ist auch schon in den letzten Zügen, also wird auf jeden Fall in den letzten Tagen noch einiges folgen. So, genug gequatscht. Haut rein, bis dahin und wir treffen uns in der Luft.